Aschermittwoch, 13. Februar 2002. Ein Tag, den man hier in der niederrheinischen Provinz so schnell nicht vergessen wird. In Jüchen-Hochneukirch ist die Hölle los. Ein bewaffneter Geiselnehmer ist in die Schule eingedrungen. Der will nur unseren Schulleiter will der haben. Jetzt hat er noch 13 andere. Ein Sonderkommando der Polizei bereitet den Sturm auf die Hauptschule vor. Der will sich an unserem Schulleiter rächen, weil der von der Schule geflogen ist und eine Anzeige gekriegt hat. Niedergeschlagene, entsetzte Eltern und bange Angehörige. Mit insgesamt 14 Schülern hat sich Patrick im Klassenraum der 9C verbarrikadiert. Ja, mein Bruder ist da drin. Ich weiß nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Ich finde, der gehört in den Psychoknast, ey. Was treibt einen Halbwüchsigen zu so einer schrecklichen Aktion? Eine Woche vor den Todesschüssen von Freising, 6 Wochen vor dem Blutbad in Erfurt. Großräumig wird evakuiert. Zuallererst die benachbarte Grundschule, dann der Kindergarten nebenan, zum Schluss die Hauptschule. Um aufgebrachte Gemüter zu besänftigen und Opfer zu betreuen, eilt der katholische Pfarrer Ulrich Klanzett zum Tatort. Ich war mitten im Gottesdienst, der Alarm ging los und unmittelbar nach dem Gottesdienst der Anruf, wie üblich, bei der Leitstelle. Und dann kam die Antwort, wir haben eine bewaffnete Geiselnahme. Und es kam natürlich alles zusammen. Also schlechtes Wetter, aufgeregte Eltern, nervöse Schülerinnen und Schüler. Es war ein Riesenapparat in Gang. Es ging also zunächst darum, 2 Leute zu betreuen, die ja vorzeitig schon freigelassen wurden, die auch notärztlich schon betreut wurden. Freigelassen hatte sie der 17-jährige Geiselnehmer an der Rückseite der Schule. Nach und nach in direkten Verhandlungen mit der Polizei über eine herbeigeschaffte Stehleiter. Im Gegenzug gab es belegte Brötchen von Hausmeister Küpper für die Geiseln und Patrick, der seinen Forderungen Nachdruck verlieh, indem er Mobiliar aus dem Fenster warf. Die beiden Ersten, die da raus waren, waren sichtlich schockiert. Also so schockiert, dass also auch sie körperlich angeschlagen waren. Dass sie also Kreislaufprobleme hatten, eben das, was man so einen Schockzustand nennt. Ja, auf der anderen Seite wurde dann aber auch gesagt, ja, also so ganz schlimm ist es auch nicht, weil die spielen dann drin Karten und irgendwie eine seltsame Situation.